Und herzlich willkommen zu der Charakteranpassung. Ja, und das ist der zweite Part. Wie es aussieht, habe ich die Lautstärke doch schon ganz gut eingestellt. So, jetzt müssen wir gucken, welchen Präsidenten wir hier wählen wollen. Der Firepower-Fuzzi. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Präsidenten. Verändern erstmal. Fangen wir beim Körper an. Natürlich männlich. Wir können auch weiblich nehmen. Ich zeige das mal eben. Aber wir fangen mit männlich an. Wir werden ihn später auch vielleicht ändern. So, und Statur würde ich sagen, ist der jetzt eigentlich schon super. Ich will ihn jetzt nicht zu overpowered machen, so Hulk-mäßig. Das wäre hier ganz dünn. Das wäre ganz dick, aber so ungefähr in der Mitte ist eigentlich ganz super. Ja. So finde ich gut. Haut. Ich würde sagen, so ein bisschen bräunlicher. Hautton. Bauarbeiterbräune. Bikini. Oh, nee, da. Machen wir sofort weg. Und ich wurde gleich mal aus dem Spiel geschmissen wegen meinem scheiß Handy. Alter? Na komm, sagen wir ein bisschen älter. Sagen wir so um die 20. Ne, sagen. Ja, um die 20. Sex Appeal! Natürlich 100%! Ich muss sie auch von der Seite mal ansehen. So, dann fangen wir erstmal mit dem Gesicht an. Scheitel. Das kann so bleiben. Das auch. Machen wir mal so. Oh, Hinterkopfbreite. Ja, ist eigentlich alles okay. Kopftiefe, Nackentiefe. Dann machen wir mal so. Nackenbreite. So. Übernehmen. Merkmale. Oh, blaues Auge etc. Das lassen wir mal weg, das brauchen wir nicht. Stirn. So ist ganz gut. Stirnhöhe, na, brauchen wir nicht so viel. Machen wir auch mal 0. Stirnbreite. Oh, nee, da kann das schon mal, sagen wir, so. So bleiben. Augenbrauen. Abstand. So. Augenbrauentiefe. Ah, die lassen wir einfach mal so. Augenbrauenbreite. Wir sind mal ein bisschen breiter. Innere Brauenhöhe. Ja. Ein bisschen so. Einfach, dann guckt er ganz normal. Brauenhöhe. Oh, da brauchen wir gar nicht. Wir machen auch so, sowas. Das ist ganz gut. Das Äußere, das lassen wir mal so. Augenabstand. Die machen, lassen wir einfach mal so. Augapfeltiefe, das ist mir alles scheißegal. Irisgröße. Nein, wir machen das so, das reicht eigentlich. Und ich verhalte mich jetzt, ich gucke, werde jetzt nicht alles einzelne durchgehen, weil ich endlich mal spielen will. Hier mache ich einfach mal braun, so nach mehr. Also, ihr könnt euch mal, wenn ihr jetzt alles wirklich sehen wollt, dann bei Gronkh oder so vorbeischauen. Aber ich mache das jetzt hier mal etwas schneller, damit wir auch mal ordentlich spielen können. Ich gehe einfach hier alles durch beim Charakter und stelle das an, was ich eigentlich ganz gut finde. Ist mir auch egal. Wangenknochen. Schläfentiefe. Nein. So ist ganz gut. Abstand. Wangenknochengröße. Machen wir da mal so. Wangenabstand. Können wir eigentlich machen, aber
Ich bleib jetzt mal da. Wangentiefe. Okay. Wangenhöhe. Kieferabstand, okay. Gut. Übernehmen. Jetzt haben wir die Nase. So sieht die eigentliche Marie ganz gut aus. Sie hätten dem natürlich auch irgend so einen Zinken geben können. Das können wir alles später mal nochmal machen. Oh, Duckface. Das können wir alles später nochmal machen. Der Mund gefällt mir soweit auch ganz gut. Da brauche ich nicht unbedingt was zu ändern. Kinn, Gebiss vielleicht. Ändert jetzt nicht wirklich was. Kinn. Doppelkinn, oh. So ist ganz okay. Ja. Gut, dann wären wir bei Gesicht. Jetzt kommen die Haare. Kurzer... Oh, ich fange mal ganz oben an. Keine. 50er Lady-Stil. 80er Rockerbraut. Anime. Asymmetrisch. Bad Boy. Ballkönigin. Bereit für Hollywood. Hey. Bienenstock. Super. Blumenritter. Cheerleader. Oder ein Damage. Ich gehe die jetzt mal alle kurz durch ohne die. Der Superheld sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, aber bereit für Hollywood sah eigentlich auch ganz gut aus. Ich behalte das mal im Hinterkopf. So gemachter Mann. Das sieht so maff. Oh. Das ist kein gemachter Mann mehr. Oh, da ist der Superheld. Gemachter Mann. Ist eine Mafia-Frisur nach hinten. Ich glaube, das lassen wir mal, denn ich wollte mir so einen Mafia-Boss machen, sozusagen. Den wir hier auch mal zu, ich guck mal, so zu einem 3-Tage-Bart wechseln. Chuck. Chefetage vielleicht. Den machen wir dann auch mal braun. Die Augenbrauen auch natürlich männlich und auch in dieser Hautfarbe. Hautfarbe sage ich schon. Persönlichkeit, stimmt. We say America is a country of opportunity. On the I know a lot of people have concerns about the Sunday. What? What you need is a champion. Yeah. Champion style. Oh, give it up! Hey, you should grab drinks. Oh, you want a closer look? Nein, ich glaube eher nicht. Brustklopfer. Kabarett. Looks good to me. Looks good to me. Der Dollar Dandy. Der König.
Das ist nice. Nein, danke. Das ist nice. Let's get down. I'm the king of this shit. Hell yeah. Hell yeah. Go, yeah. Nice job. Glad to see you. Right on. Here we go. Go, Thirstree. Go, Thirstree. Go. Looking good. Peace, Bruder. Settle up, boys. Here we go. Woo! That's right. Time to work it. Check you out. Damn, I feel good. How about you dodge this? Hey, good to see you. Woo, 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 woo. Showing you some of that love. Don't be illogical. Okay, ich will irgendeinen Tanz nehmen. Dieser Tanz ist einer, der beknackt ist. Und darum nehme ich mal den einfach. Ah, und Spottgesten haben wir auch noch. Angel Mania. Auf Erstehung. Bis hierhin und nicht weiter. You know you want to try this. Cock-a-doodle-doo! Cock-a-doodle-doo! Wait, you wish you were half this cool. What a loser! How ist dir, Detektiv? You like that? Ich glaube, den mache ich. Ich muss aber noch mal gucken, was das noch. Let's do this. Nice! Matrix-Style. Up. Oh, you saw? Wait, you wish you were half this cool. What else you got? Fuck. Fuck you. Yeah, ich würde sagen. Fuck yours. Woo! Ich würde sagen, wir nehmen dafür meinen Mittelfinger. Einen oder zwei? Ich nehme einfach mal zwei. Charaktergalerie. Okay, scheiß drauf. Nein. Ist jetzt egal. Spiel starten. Aber ich guck mal eben, wie viele Minuten haben wir denn noch in dem Part. Und ich habe gar nicht den Timer gestellt. Super. Dann würde ich sagen, machen wir einen Charakter-Anpassungs-Tutorial. Ich nicht gut spreche in Deutsch. Und fangen da gleich in der nächsten Folge mit der Story weiter an. Das wird richtig fett. Fetzen, die Funken werden fliegen. Bis zum nächsten Part, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Ciao. Im Übrigen, der Typ hier heißt Deadlift. Man sieht sich.